Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die Fraktionen der Merkelschen Einheitsparteien und die Einheitspartei mit mauerroter Vergangenheit wollen nun gemeinsam dass das Abgeordnetenhaus die EU-Städteagenda unterstützt. Die Städteagenda enthält 12 sogenannte Schwerpunktthemen. Die kann man im Internet leider nur auf Englisch nachlesen. Die Themen Bildung, Technik, industrielle Entwicklung, nationale Identität oder nachhaltige Demografie der europäischen Völker sucht man bei den Schwerpunktthemen vergebens. Wir finden aber das Schwerpunktthema Integration. Dort heißt es dann: The successful integration of migrants is key to the future well-being, prosperity and cohesion of European societies. Migration soll der Schlüssel zu künftigem Wohlstand sein. Die Sprache in diesem Haus ist Deutsch. Danke für den Hinweis. Migration soll der Schlüssel zu künftigem Wohlstand sein und den Zusammenhalt der europäischen Gesellschaften stärken. Ist es nicht genau andersherum? Ist es nicht so, dass wir in allen westeuropäischen Metropolen wachsende Parallelgesellschaften haben, die sich nicht an unserer Rechtsordnung orientieren, große Soziallasten verursachen und kein Interesse an Integration haben? Mit stetiger Vergrößerung dieser Parallelgesellschaften nimmt der innere Zusammenhalt dieser Gesellschaften ab, nicht zu. Auch die Energiewende gehört zu den Schwerpunkten. Auf Englisch soll das Energy Transition heißen. Entschuldigen Sie bitte das englische Wort. Wissen Sie, ich höre viel BBC. Den Ausdruck Energy Transition habe ich noch nie gehört. Ist dieses Schwerpunktthema möglicherweise lediglich ein deutsches? Da immer noch der physikalische Grundsatz gilt, dass elektrischer Strom in dem Moment erzeugt werden muss, in dem er verbraucht wird, und Wind und Sonne in der Erzeugung regelmäßig Nulldurchgänge haben, können wir durch diese sogenannten erneuerbaren Energien kein einziges konventionelles Kraftwerk, also Kohle, Öl, Gas, Kernkraft, einsparen. Und ein weiteres Schwerpunktthema: Kreislaufwirtschaft. Städte sind eigentlich das Gegenteil von Kreislaufwirtschaft. Es geht in den Städten gerade um Ballung von Know-how und Produktion. In Städten Kreislaufwirtschaft zu fordern, ist wie das Gehirn auf den ganzen Körper zu verteilen. Die wirklichen Herausforderungen heißen Bildung, Demografie, Rente und soziale Absicherung unserer Armen. Diese Themen müssen wir im eigenen Land lösen. Da nutzen uns teure internationale Gesprächsrunden, Reise und zusätzliche Verwaltungsstrukturen gar nichts. Wir haben Schulen, denen die Fenster nicht mehr aufgehen, der Putz von den Wänden fällt, unsere Schwimmbäder werden geschlossen, wir haben unseren bezahlbaren Wohnraum mit Menschen belegt, die hier nicht hergehören, und wir haben marode Straßen und der Bürger bekommt keinen Termin beim Arzt. Das zeigt doch alles, dass Ihre Grundhaltung dafür spricht, dass Sie die Berliner verachten und nicht ernst nehmen. Schönen Dank, schönen Feierabend.